Einen wunderschönen guten Morgen nochmal an dieser Stelle hier bei Stage 2. Mein Name ist Max Spalek. Ich werde das heute so ein bisschen bis zum Abend begleiten. First of all, whenever there's a session in German, we have the possibility, English-speaking people have the possibility to use headphones. Do you get the headphones over there at the technique corner? Also das müsste alles funktionieren. Ja, das erste Mal wirklich nach 10 Jahren Republika, dass etwas nicht hundertprozentig pünktlich anfängt. Ich hoffe aber, das ist kein böses Zeichen, sondern einfach nur ein bisschen sportlich müssen wir das jetzt rangehen. Wir beginnen hier mit einem Eröffnungspanel und zwar zum Thema oder mit der Überschrift Gesellschaft, it's broken, let's fix it. Und ein Mann, der das alles jetzt moderieren wird und vor allen Dingen auch seine Gäste vorstellt, ist Friedemann Karich. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ganz, ganz herzlich willkommen auch nochmal von mir hier auf der 10. Republika. Trotz oder gerade wegen des guten Wetters so ein schöner Besuch und ich finde es schön, dass wir uns hier in dieser Halle versammeln und nicht gleich den Sonnenbrand riskieren. Es wird ja in den nächsten Tagen noch genug Sonne für uns geben. Wir treffen uns hier mal wieder auch zum Dialog, um miteinander zu sprechen. Ich glaube, das Klischee stimmt schon, was man immer sagt, dass die Republika auch vor allem dazu da ist, eben auf dem Hof zu stehen, Bier zu trinken und miteinander zu reden. Andere Leute tun sich nicht so leicht mit diesem Dialog und darüber wollen wir heute sprechen. Stellen wir uns mal kurz vor, auf dem Hof würden jetzt nicht 400 faule Menschen beim ersten Kaffee sitzen, sondern würden sich die Unzufriedenen versammeln, die Leute, die sich ungeliebt fühlen, deren Talk abgelehnt wurde, die kein Ticket mehr gekriegt haben, die skandalös finden, dass hier Sessions auf Englisch passieren, weil es ja eine deutsche Konferenz ist und die sowieso alles lieber rein und alt halten würden. So ungefähr hat man das Gefühl, funktioniert der Diskurs gerade. Irgendwo da draußen, außerhalb unserer Filterbubbles, manchmal kommen wir in Kontakt damit, da wird geschrien und da wird gehasst. Und genau darüber wollen wir sprechen. Wo können wir den Kontakt herstellen? Wo macht es Sinn? Wo ist es vielleicht schon mal gescheitert, in diesen Dialog zu gehen? Und was können wir tun, um, naja, wenn wir sagen, die Gesellschaft funktioniert momentan nicht so gut, um sie vielleicht wieder ein bisschen besser zum Funktionieren zu kriegen? Leider, leider hat Claudia Roth absagen müssen, was ich sehr, sehr schade finde, weil, glaube ich, keine Politikerin in Deutschland wie sie versteht, was Hasskommentare sind. Wenn man sich mal eine Viertelstunde bei ihr auf der Facebook-Seite umguckt, egal wie die politische Großwetterlage gerade ist, da ist also sozusagen ein permanenter Shitstorm zugange. Aber wir haben trotzdem 4 sehr, sehr interessante Menschen hier heute zu Gast, die alle auf ihre eigene Art versuchen, in Dialog zu treten, wo es vielleicht momentan sehr, sehr schwierig ist. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen und außen anfangen. Wir freuen uns sehr. Frank Richter von der Bundeszentrale, von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, noch nicht, möchte man fast sagen, der Direktor, das ist die richtige Bezeichnung. Er hat in Sachsen natürlich ganz direkt zu tun, in Dresden zu tun, mit Menschen, die sich ein bisschen aus dem Diskurs verabschiedet haben oder vielleicht gerne wieder daran teilnehmen würden. Er ist in Dialog getreten, mehrmals mit Pegida, hat dafür sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen. Ich habe ein Zitat gefunden von ihrem Chef, der sagte, sie haben eine rote Linie überschritten. Der Dialog scheint also nicht immer mehrheitsfähig zu sein. Herzlich willkommen. Neben ihm... Neben ihm sitzt Karline Mohr. Sie war lange bei Bild.de zuständig im Social-Media-Bereich und wird ab 1. Juni bei Spiegel Online, ich glaube, der Jobtitel heißt Chefin vom Dienst Audience Development. Ist es richtig? Muss sie uns wahrscheinlich erstmal erklären, was da genau passiert. Sie kann sicherlich von sozusagen der Front, von der digitalen Front berichten. Hasskommentare noch und nöcher werden sie dann sicherlich auch bei Spiegel.de dann eine Rolle spielen. Neben ihr sitzt Falk Richter. Wir freuen uns ganz, ganz sehr herzlich, dass du extra aus Wien zu uns gekommen bist. Frank Richter macht Theater als Dramaturg und Regisseur, zuletzt an der Schaubühne für Aufsehen gesorgt, hat sein Stück 4, also Angst. Und damit hat er sozusagen direkt ins schwarze Herz der Angstmacher getroffen, denn er wurde verklagt, beziehungsweise Beatrix von Storch und die AfD wollten ihm verbieten, in diesem Stück satirisch mit den Angstmachern umzugehen. Davon kann er uns bestimmt auch noch erzählen, wie es ist, wenn man sich mit diesen Leuten vor Gericht und auch anderswo auseinandersetzen muss und wie man die Kunstfreiheit dann erstreitet. Ja, und direkt neben mir sitzt Fabian Wichmann von der Aussteigerinitiative Exit. Ich glaube, von der haben wir schon mal gehört, oder? Auch wir haben gehört von den tollen Kampagnen, die Fabian Wichmann für Exit mitverantwortet. Rechts gegen rechts war da so eine Geschichte, als Nazis marschierten und Spendengelder sammelten. Es gibt jetzt ein neues Projekt, das heißt Hass hilft, Hashtag Hass hilft,
bei dem werden Hasskommentare zu Spendengeldern umgewandelt. Also hier auch nochmal ein ziemlich spannender Ansatz. Aber beginnen wir in Sachsen, Herr Richter, wenn Sie das Mikrofon sich einmal kurz übernehmen. Wann hatten Sie das letzte Mal den persönlichen Kontakt zu Herrn Bachmann oder Frau Oertel, nachdem Sie ja im Winter vor allem mit den Menschen zu tun hatten? Kann ich gleich sagen. Zunächst, die Korrektur muss sein. Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale, ist nicht mein Chef. Wir sind ein föderal strukturiertes Land, das wissen Sie. Gleichwohl kann er mir natürlich sagen, dass ich eine rote Linie überschritten habe. Da gehen wir ganz sportlich damit um. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir uns alle, Sie und ich und wir, um Lutz Bachmann so große Sorgen machen müssen. Dem tun wir zu viel Ehre an. Ich will Ihre Frage nicht ausweichen. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen am 19. Januar des Jahres 2015. Da gab es diese berühmte Pressekonferenz, auf die hin werde ich wahrscheinlich noch auf meinem Sterbebett angesprochen werden. Aber seitdem habe ich diesen Mann höchstens aus der Ferne mal gesehen, der ja ein Marketing-Experte ist, meine Damen und Herren. Wenn jemand ein Wort erfindet namens Pegida, das deutschlandweit, europaweit und weltweit in fast aller Munde ist und keiner weiß so richtig, was da drin steckt, ja, dann ist das viel Verpackung und wenig Substanz, ein gefährlicher politischer Marketing-Experte. Wir hatten in Deutschland schon mal einen Parteinamen, für den fast für jeden was dabei war. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, den anderen Parteinamen, für den auch für jeden schon was dabei war, den brauche ich jetzt hier nicht nennen. Ja? Nein, den soll der Land, das sollen die Verfassungsschützer mit hoffentlich viel Mühe sich anschauen. Wir sollten anschauen, schauen auf das, was hinter dem Phänomen, hinter dem Pegida-Komplex steht, nämlich Wut, Distanz, Skepsis, Misstrauen, Ablehnung, Hass gegen unser System oder gegen unsere Ordnung und gegen die Funktionsträger dieser Ordnung. Das muss uns viel mehr Sorge machen. Hat er der Kontakt, den Sie da eingegangen sind, der Dialog, die Pressekonferenz, hatten Sie das Gefühl, das war erfolgreich? Was haben Sie da gelernt? Haben Sie da was gelernt? Im Januar 2015 liefen 25.000 Menschen durch die Stadt, Innenstadt von Dresden und brachten zum Ausdruck, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Wir haben mit euch Journalisten nichts mehr zu tun, wir haben mit euch Politikern nichts mehr zu tun, eure Ordnung ist nicht unsere Ordnung. Das war eine Phase der Beängstigung, der Sorge, der Radikalisierung und wir haben einfach damals in Dresden gesagt, mal Trial and Error, irgendwie muss man mit diesen Menschen auch mal ins Gespräch kommen. Das kann so nicht weitergehen. Also die Kommentare, die Ferndiagnosen, die aus Dresden und Düsseldorf kamen, die haben uns wenig geholfen. Aus Berlin und Düsseldorf kam. Die haben uns wenig geholfen. Wir haben dort in der Stadt einfach gesagt, wir müssen versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Alternative ist viel schlimmer. Was passiert denn, wenn wir das nicht versuchen? Da macht man natürlich Fehler, da macht man sich auch mal die Finger schmutzig, ist eingepreist, macht nichts. Ich glaube, wir haben seitdem viele Foren. Das Wort Dialog ist geisteswissenschaftlich so hoch aufgeladen, dass ich es ganz selten verwende. Aber Ausspracheforen, wo Menschen sich mal äußern können, wo sie auf eine Bühne kriegen. Was meinen Sie, wie viele Leute sich freuen, endlich mal auf einer Bühne sprechen zu können, Ansehen und Anerkennung zu bekommen? Ja? Der Erfolg ist halt der, dass Menschen, solange sie in einem Raum aushalten, sich gegenseitig aushalten, irgendwie mal mit einem Gegenargument konfrontiert werden, sich halt nicht prügeln. Und das hat die Gefahr bestanden in Dresden. Und lassen Sie mir diesen etwas ironischen Satz am Ende noch. In der Demokratie, so ist sie halt angelegt, kann zunächst mal jede Form von Bürgerwillen geäußert werden. Und in der Demokratie hat jeder Idiot das Recht, ab und zu mal mit einem vernünftigen Argument konfrontiert zu werden. Das klingt relativ optimistisch. Das klingt ein bisschen so, wenn ich da nachfragen darf, als müsste man nur mit allen Leuten, die sich irgendwo unzufrieden äußern, reden und denen zuhören und dann erledigt sich das Problem früher oder später. Nein, ich bin nicht pessimistisch. Ich bin nicht optimistisch, das muss ich Friedemann ehrlich sagen. Ich bin in meinem ganzen politischen Leben, ich bin ja erkennbar hier irgendwie der Oldie, noch nie so skeptisch und so vergleichsweise pessimistisch gewesen. Das mag ja auch mit meinem Alter zusammenhängen, aber ich werde mich dem Pessimismus nicht hingeben. Ich werde versuchen, daran festzuhalten, dass mit einem Menschen normalerweise menschlich geredet werden kann. Vielleicht muss ich noch mal einen anderen Versuch unternehmen.
oder wir müssen Medien einsetzen, die ja heute auch unsere Kommunikationskultur sehr stark verändern. Ich werde von diesem Versuch nicht ablassen. Wie erfolgreich er ist, weiß ich nicht. Mir fehlt die Fantasie, was denn die Alternative wäre. Wenn wir diesen Versuch aufgeben, dann tragen wir zur sogenannten Atomisierung unserer Gesellschaft bei, und das bitte nicht mit mir. Karline, Herr Richter hat jetzt gesagt, wenn man sich mal in einen Raum sitzt und miteinander spricht, dann kann man sich sozusagen schon mal nicht prügeln. Jetzt ist es online natürlich ein bisschen schwieriger, sich in einen Raum zu setzen, beziehungsweise sind die Räume dort sehr, sehr problematisch, wie wir immer sehen. Dann wird von Filterbubbles gesprochen, von Echokammern, wo sich eigentlich alles nur noch mehr aufschaukelt, als das, was Herr Richter gerade besprochen hat, dass man sich mal zusammensetzt und es ein bisschen runterkühlt. Von deiner Erfahrung her im Netz mit den Kommentatoren, was wäre da die Entsprechung? Bringt es was, wenn man denen zuhört? Haben die dann diese Bühne, nach denen die sich vielleicht sehen? Oder macht es das eigentlich alles nur noch viel schlimmer? Also ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation mit irgendeinem rechtspopulistischen Dieter bei Facebook zu diskutieren oder ihn wenigstens zu ignorieren oder zu sagen, ah, ich block den mal weg so. Egal ob aus persönlicher Sicht oder aus Mediensicht. Und wir sind ja unter uns. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Bock, all das nicht mehr zu tun. Nicht zu diskutieren und auch nicht zu ignorieren und nicht drüber zu stehen, sondern ich glaube, um ehrlich zu sein, jeder hatte schon mal Bock, zurückzuschreiben, ey, Dieter, du verdammtes Nazi-Arschloch, verpiss dich. Geh in das Loch, wo du hergekommen bist. Peter Tauber hat es auch mal gemacht. Das ist natürlich ganz wenig konstruktiv. Das verhärtet Fronten. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig für jeden Einzelnen, diese Wut auch einmal anzunehmen und zu sehen. Wenn man diese Wut verharren lässt, dann wird man hilflos. Dann entwickelt sich eben nichts weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder, ja, auf diese Menschen zuzugeben. Es wird niemals den einen Zaubersatz geben, das eine Argument, bei dem sich alle Dieters an den Kopf schlagen und sagen, ach ja, natürlich, klar, jetzt sehe ich das alles ganz anders. Das wird nicht passieren. Das ist auch sehr frustrierend. Aber ich glaube fest daran, dass wenn man immer wieder spricht, immer wieder argumentiert, dass man radikale Meinungen oder radikale Haltungen abschleifen kann, da kriegt man im Netz dann natürlich nie was von oder selten was von mit, weil ganz selten passiert es, dass dann auch jemand mal schreibt, ah stimmt, da denke ich mal drüber nach, sondern diese Leute verschwinden dann halt einfach irgendwann aus der Diskussion. Aber ja, ich glaube fest daran, dass Dialog, Kommunikation, Diskussion dabei hilft, radikale Meinungen zu entschärfen. Wollen wir im Sinne der Gendergerechtigkeit nicht vergessen, dass es auch Fraukes gibt und nicht nur Dieters. Die wollen wir nicht ausschließen aus der Diskussion. Aber also, ich meine das durchaus als Kompliment, wenn man dir so zuhört, du sprichst fast wie eine Sozialarbeiterin, die sagt, wir dürfen die Leute nicht verlieren, wir dürfen dem Hass und der Wut nicht nachgeben, das bringt ja auch nichts. Jetzt ist aber so, du arbeitest für ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, jetzt im weitesten Sinne des Wortes, zumindest beim Springer Verlag, so später beim Spiegel auch, du hast gewisse Ziele, da geht es eigentlich auch um Geld. Inwieweit kann sich denn überhaupt jetzt zum Beispiel Spiegel Online, dein zukünftiger Arbeitgeber, leisten, da 20 Sozialarbeiter anzustellen, die im Netz gucken, dass die Dieters und Fraukes nicht völlig durchdrehen. Ist das überhaupt im Interesse deines Arbeitgebers? Das ist genau die Frage, mit der wir uns gerade, also wenn ich wir sage, meine ich eben Medienhäuser, Verlage, Publikationen auseinandersetzen müssen. Was ist uns das wert? Diese Diskussion und diese Kommunikation mit dem Leser ist vollkommen alternativlos, also nicht zu reden, ist überhaupt keine Option. Und da müssen wir auch nicht anfangen, irgendwie jeden einzelnen Cent umzudrehen oder gegenzurechnen oder zu fragen, okay, wie viel verdienen wir jetzt daran, dass du den ganzen Tag Kommentare moderierst? Sondern ja, nichts, oder? Es ist ein reines Zuschussgeschäft. Es geht da natürlich um ganz viele verschiedene Dinge. Es geht um die Markenbindung, die du nur erreichst, wenn du mit den Leuten sprichst. Es geht darum, etwas über deine Leser zu erfahren. Es ist ja im Grunde genommen dieses auf die Straße gehen und in die Leute reinhören, was total wichtig ist, um weiterhin Geschichten zu entwickeln, um zu verstehen, was die Leute bewegt, wie man Themen angehen muss, damit sie wirklich beim Leser auch ankommen. All das sind Dinge, die man tun muss, wenn man als Medium, als Medienmarke bestehen will. Und was du sagst zum Thema Sozialarbeiter, ich finde, das ist ein total spannender Punkt.
meistens ist es so, wir sind strukturiert oder diese Moderation von Kommentaren wird halt gemacht von einem Community-Team, von Studenten oder von Social-Media-Redakteuren, die im Zweifel halt genau gar keine pädagogische Ausbildung haben. Und ich glaube, das ist super hart. In der analogen Welt, in der echten Welt, gibt es eben diese Sozialarbeiter, die ausgebildet sind darin. Wie rede ich mit den Leuten? Wie schaffe ich es auch am Ende eines wirklich schlimmen, schlimmen Tages, an denen ich nur Gegenwind bekommen habe, an denen ich das Gefühl habe, kein einziges meiner Argumente ist irgendwo angekommen. Wie kann ich an so einem Tag nach Hause gehen und irgendwie trotzdem noch ein glücklicher Mensch sein? Die lernen das. Das lernt aber niemand, der, keine Ahnung, Medienwissenschaften oder Journalismus studiert hat. Und der muss trotzdem am Ende eines solchen Tages irgendwie nach Hause gehen. Und ich glaube tatsächlich, es ist vielleicht ein Problem, mit dem wir uns auch in Zukunft beschäftigen müssen. Also reicht es, eben journalistisch ausgebildete Menschen in die Kommunikation, in die Community, in die Moderation zu setzen, oder brauchen wir da eigentlich auch noch eine sozialpädagogische Schulung? Ja. Das ist ein spannender Punkt, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber weiter, weil das ja auch sofort die Frage nach der Politik stellt, ob ihr euch da alleingelassen fühlt. Aber ich würde gerne von Frank Falkrichter wissen, jetzt ist es doch passiert, jetzt haben wir das Lob des Dialogs schon mehrfach gehört, wir können ja nicht aufhören, mit diesen Leuten zu sprechen. Wie viel Lust hat man auf Dialog mit Rechtspopulisten, wenn sie versuchen, einem die Arbeit als Dramatiker zu verbieten, und es geht bis hin zu Morddrohungen, die du bekommen hast. Du hast eben einmal den Kopf geschüttelt. Hast du noch Lust, mit irgendjemandem zu reden? Ja, grundsätzlich ja. In meinem Fall war das so, was dort passiert ist, war erstmal interessant, um zu sehen, wie die AfD überhaupt arbeitet und denkt, also wie die vorgehen. Ich habe ein Stück geschrieben, das sich sehr kritisch mit den Führungspersonen der AfD auseinandersetzt, also den Leuten, die letztlich auch dafür sorgen, dass ein Klima der Angst und ein Klima der Hetze entsteht, die bestimmte Hassreden halten. Und ich habe die Sprache in meinem Stück der AfD und der Pegida analysiert und auch vorgeführt, auch sehr viele Zitate gebracht. Es ist dann so, also die halten das überhaupt nicht aus, dass sie in irgendeiner Weise kritisiert werden. Ich habe sie als Machtpolitiker auch gezeigt, die auch, um an die Macht zu kommen, wirklich üble politische Strategien benutzen und mit üblen Mitteln arbeiten, eben der Homophobie, des Rassismus, der Frauenfeindlichkeit. Und es war dann im Grunde eine relativ konzertierte Aktion im Internet. Also es gab so, man hat das dann erkannt, immer so Versatzteile von Argumenten und Worthülsen, die immer wieder auftauchten. Online-Petitionen, die gefordert haben, dass die Schaubühne keine Subventionen mehr bekommt. Es wurden massenhaft Briefe an den Intendanten der Schaubühne geschickt, um ihn davon zu überzeugen, nicht mehr mit mir zusammenzuarbeiten. Es gab dann auch Schmierereien, es gab Störungen der Aufführung. Also es wird schon relativ massiv gegen kritische Künstler vorgegangen. Wir sehen ähnliche Verhaltensweisen in Ungarn und Polen, wo Regierungen, die der AfD sehr nahestehen, Parteien, die der AfD sehr nahestehen, an der Macht sind. Das heißt, diese Partei will eigentlich keine kritische Auseinandersetzung mit sich. Das heißt, die gehen ganz geplant und gezielt und massiv auch gegen Kritik, in diesem Fall gegen kritische Kunst vor. Auch juristisch, oder? In diesem Fall war es dann auch so, es kam zu einem Gerichtsverfahren, das letztlich überhaupt völlig aussichtslos war, weil wir haben ja noch Kunstfreiheit in Deutschland. Es ist nur so. Also ganz konkret, Beatrix von Storch wollte dieses Stück verboten wissen, juristisch. Ja, sie haben sozusagen mehrere Aufrufe auch gestartet, und das Wichtige, glaube ich, auch zu verstehen ist, dass ganz viel von diesen Aktionen auch dazu da sind, so um deren, also es machen die auch, um ihre Community so emotional hinter sich zu binden. Es ging die ganze Zeit darum, der Hassautor Falk Richter hetzt gegen eine neue demokratische Bewegung, die eigentlich nur versucht, Deutschland zu retten vor der Invasion der Flüchtlinge und so weiter. Sie hat das gemacht zusammen mit einer christlichen Fundamentalistin, Hedwig von Beverförde. Das ist die Frau, die die homophobe Demo für alle leitet und in Stuttgart Demonstrationen gegen Gleichstellung von Homosexuellen organisiert und gegen Aufklärung in der Schule organisiert. Die beiden sind also zusammen vor Gericht gezogen und haben eben so eine große Followerschaft hinter sich gebracht davor. Der Gerichtsver-
Termin war letztlich auch ein Teil einer großen Inszenierung. Teil dieser Inszenierung war auch einfach, dass ich unentwegt Hassmails bekommen habe. Ich habe Morddrohungen bekommen. Es war dann vor Gericht ganz interessant, weil es war irgendwie nicht so richtig zu erkennen, wie jetzt eigentlich die Argumentationsweise, also die Argumentationslinie war überhaupt nicht so richtig klar zu erkennen. Denn, und das war wiederum allerdings auch interessant, fand ich auch für die beiden Damen, dass sie einfach mal erkennen mussten, und das erkennen sie vielleicht gar nicht in ihrem eigenen Bubble, also wir haben ja tatsächlich Freiheit der Kunst in Deutschland. Also das heißt, man darf hier wirklich sich frei äußern und wir haben noch Meinungsfreiheit. Der Termin, also der Gerichtstermin ist dann so verlaufen, dass die Anschuldigungen zurückgewiesen wurden und wir das Stück unverändert weiterspielen dürfen. Ganz kurz dazu, an wen richtet sich dieses Stück? Also du sagst, wir wollten die sozusagen entlarven, entblößen, wir wollten zeigen, wie die denken, wie die arbeiten, vor allem auch deren Sprache. Es ging auch sehr, sehr viel um deren Sprache, um deren Termini, um das Vokabular. Aber das Publikum der Schaubühne ist jetzt, würde ich sagen, nicht gerade verdächtig, im großen Stil AfD zu wählen. Also wen wolltet ihr da aufklären? Ja, es geht gar nicht nur um die AfD wählen, sondern das Stück ist ja jetzt auch schon, liegt auch schon ein bisschen zurück. Also das habe ich in einer Zeit geschrieben, wo es noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit oder Augenmerk darauf gab, wie die AfD eigentlich operiert und mit welchen Inhalten die eigentlich nach vorne preschen und auch welche Masken sie benutzen, um dahinter ein durch und durch antidemokratisches Weltbild letztlich zu verbergen. Das heißt, es richtet sich auch an ein linkes Publikum oder ein Publikum, das sich vielleicht früher mal als links verstanden hat. Es richtet sich an die Berliner Hipster, die irgendwie sich hauptsächlich mit veganer Küche beschäftigen und jetzt allerdings irgendwie merken, da passiert was. Es gibt über 800, also zu dem Zeitpunkt der Premiere, gab es über 800 Angriffe auf Heime für Geflüchtete. Es gab Angriffe auf Journalisten, die wurden attackiert. Eine Oberbürgermeisterkandidatin in Köln wurde niedergestochen. Also man merkte, es gibt so eine Art rechtsterroristische Bewegung. Es gibt Rechtsradikalismus, der sich auf einmal ganz anders formiert. Und mir ging es eigentlich darum, erstmal so zu erkennen und zu zeigen, was passiert da und sich wirklich klar zu machen. Also da endet dann mich dann meistens leider doch auch die Diskussion. Diese Leute wollen wirklich eine andere Gesellschaftsordnung, also die verstehen sich auch als Revolutionäre, die bezeichnen sich ja auch als Revolutionäre, das ist eine rechtsextremistische revolutionäre Bewegung, die versucht, diese Gesellschaftsordnung, wie wir sie jetzt haben, umzustürzen. Und damit würden bestimmte Dinge auch einfach verschwinden, zum Beispiel die Freiheit der Kunst, die Meinungsfreiheit und so weiter. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit wollte ich erstmal schaffen, damit man sich anders dazu verhalten kann, als immer nur zu sagen, das sind so ein paar Dumpfköpfe, die bei Pegida mitlaufen, sondern es gibt ja auch intellektuelle Köpfe, es gibt Leute, die das Ganze intellektuell begleiten, die Texte schreiben, auf die sie sich dann berufen und so weiter. Fabian, du beschäftigst dich schon seit längerem mit dem, was man einen klassischen Klischee-Neonazi nennen könnte. Also die mit den Springerstiefeln und den Glatzen unter Umständen, die doch nochmal ein anderes Klientel sind als die Menschen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ihr macht das von Exit bzw. vom Zentrum für demokratische Kultur auf eine etwas intelligentere Weise, als es vielleicht bisher passiert ist. Vielleicht erklärst du einfach mal zum Start eure letzten 2, 3 Kampagnen, die bestimmt viele Leute auch schon kennen. Ja, vorweg, wir haben natürlich verschiedene Formate. Wir haben durchaus ernsthafte Ansprachen. Wir versuchen mit Gemeinden ernsthaft über die Problematik zu diskutieren. Wir haben unsere Ausstiegshilfen bei Exit. Aber wir suchen durchaus auch andere Zugangswege und in dem Sinne selbstwirksame Zugangswege. Wir hatten 2014 den Spendenlauf in Wunsiedel, Rechts gegen Rechts, wo halt Spenden bei einer Demo freigesetzt worden sind von Neonazis gegen sich selber für Aussteiger. Also sie sind dort marschiert und für jeden Meter, den sie dort marschiert sind, wurden 10 Euro für Exit Deutschland gespendet. Wir haben dann 2015 im Oktober letztes Jahr die Mechanik übertragen ins Netz und sagten, okay, die Hasskommentare, die müssen ja für irgendwas gut sein können. Machen wir Spenden draus. Wir haben Partner angesprochen, die uns Spenden zur Verfügung gestellt haben. Wir haben Nutzer, die uns Hasskommentare senden und die uns Spenden senden. Wie konkret funktioniert das, wenn jetzt hier irgendjemand sitzt, der einen Hasskommentar in Spenden ummelden will? Was muss er machen? Eigentlich muss er nur die URL von dem Hasskommentar, die man über den Zeitstempel bekommt, kopieren
uns via Facebook zuschicken. Wir prüfen den dann nach bestimmten Kriterien, weil wir jetzt nicht wollen, dass die Diskussion um Hasskommentare ist ja so, da wird schnell die Meinungsfreiheit in Frage gestellt. Wir wollen nicht die Meinungsfreiheit in Frage stellen, wir wollen halt wirklich die Hasskommentare suchen. Also prüfen wir den, senden den quasi über unser Interface, wir haben da so eine kleine Verknüpfung da, wir können die URL eingeben, suchen uns eine Antwort aus und der Hasskommentator bekommt dann die direkte Antwort mit dem vielen Dank, lieber XY. Dieter oder Frauke. Dieter, Frauke, mit deinem Hasskommentar hast du jetzt 1 Euro für Flüchtlinge und für Exit Deutschland gespendet. Okay, was qualifiziert denn... du sagst, ihr prüft. Was qualifiziert denn einen Hasskommentar? Habt ihr da ein Regelwerk, einen Leitfaden, ab wann es Hass ist? Ja, also ich habe die Definition jetzt nicht parat, die ist auf der Seite, aber die richtet sich schon im Allgemeinen an der oder orientiert sich an der Definition von Hassverbrechen, an Kriterien von Heidmeier, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also die Übertragung von Eigenschaften aufgrund von Herkunft, Religion, Identität und so weiter auf eine Gruppe oder auf eine Person, abwertend bis hin zu Gewaltandrohungen, Gewaltfantasien, die da formuliert werden, okay. Und die sind schon sehr deutlich. Ich frage jetzt nicht nach einem Beispiel, auch nicht in Anführungszeichen, weil die Diskussion hatten wir gerade erst. Die sind auf der Seite. Vielleicht ganz gut, dass sie vorbei ist. Aber ist es nicht so, dass sich manche Menschen, die da kommentieren und die das vielleicht nicht so gemeint haben oder aus einer Wut heraus agiert haben und dann bekommen die so eine Nachricht und haben dann was gespendet, was sie vielleicht auch nicht gut finden, fühlen die sich nicht irgendwie auf gut Deutsch verarscht oder an den Pranger gestellt, dadurch, dass da so eine unabhängige Stelle, die aber jetzt auch nicht 100% transparent ist vielleicht für jeden, dann bewertet hat, das war jetzt Hass, das geht jetzt nicht? Ja. Deswegen ist es halt schon wichtig, wir haben auch Diskussionen dann mit Nutzern, aber wir gucken halt schon, dass die Kommentare so eindeutig sind, dass man danach nicht noch diskutiert. Also wenn jemand sagt, ab nach Buchenwald, dann muss ich jetzt nicht darüber diskutieren, naja, der Galgen wäre aber humaner, nein. Also da ist eine klare Grenze und die muss man dann nicht ausdiskutieren und die meisten Leute wissen, was sie da posten. Es gibt dann doch mal der eine, der sagt so am nächsten Tag, Entschuldigung, ich war betrunken, aber selbst dann hat er gewusst, weil er hat den Satz noch schreiben können, er hat gewusst, was er da postet, auch wenn er sich der Tiefe vielleicht nicht oder der Tragweite nicht bewusst war, weil er betrunken war. Kommt es vor, dass die sich entschuldigen? Ja, also selten, der Betrunkene, den gab es wirklich, der dann sagt, oh sorry. es kommt selten vor, es kommen auch Diskussionen vor und es kommen auch viele Nutzer, die sich dann einschalten und sagen, jetzt ist aber zu viel und dann mitdiskutieren wollen, aber es gibt auch diese Filterbubbles, auf einschlägigen Seiten, wo halt eigentlich bloß noch intern diskutiert wird, wo sich hochgeschoben wird, wo eigentlich dann am Ende der Diskussion für jeden diskutierenden Nutzer klar ist, okay, Selbstjustiz ist die letzte Möglichkeit für uns, wir müssen auf die Straße und dann haben wir diese Reaktion, wie wir es jetzt im Freital hatten oder in Plauen gestern, dass sie sich da im revolutionären Recht sehen und das ist ein Produkt zwischen Realität und Netz. Das ist nicht nur die Realität, sondern da ist eine Verknüpfung, die können wir nicht getrennt sehen, die Räume, wenngleich wir das Netz nicht überbewerten müssen. Herr Richter, jetzt sprechen wir schon über Grenzen oder über Qualifikationen von Hass. Ist das für Sie auch so klar, dass Sie sagen können, wie Sie eben gesagt haben, naja, viele Leute, die bei Pegida mitlaufen, die sind vielleicht einfach nur enttäuscht oder die haben sogar legitime politische Forderungen. Können Sie da so eine klare Grenze ziehen und für sich auch sagen oder auch für die Landeszentrale, bis hierhin reden wir noch und da hören wir auf. Wir haben ja auch unterschiedliche Rollen. Und die Rolle einer Landeszentrale oder Bundeszentrale ist natürlich die, den demokratischen Diskurs zu befördern. Und die Grenze ist diesbezüglich eigentlich erst mit dem Strafrecht gegeben. Und da sind wir ja eigentlich auch gut ausgestattet. Wir wissen ganz genau, dort wo der Rassismus beginnt, wo der Antisemitismus beginnt, wo die Menschenverachtung beginnt, wo die Volksverhetzung beginnt, die einschlägigen Paragraphen, muss ich hier nicht darstellen, die stellen natürlich absolut die Grenze dar. Vorher gibt es noch diesen ganzen Bereich von persönlichen Beleidigungen, der ist nicht so ganz eindeutig identifizierbar. Unser Job ist es nun mal, der ist ja nicht vergnügungssteuerpflichtig. Als eine staatliche Einrichtung, die zur Überparteilichkeit verpflichtet ist, zunächst mal das Spektrum einzubeziehen, das eben bis zu dieser von mir beschriebenen Grenze reicht. Und dann ist aber auch Schluss. Und denken Sie ja nicht, dass ich nicht auch schon mal den einen oder anderen zur Tür rausgewiesen hätte, mit dem Hinweis, ich glaube, Sie sind jetzt ein Fall für den Staatsanwalt. Nicht? Das hat der Hausherr ja zu tun. Aber bis dahin müssen wir es
aushalten. Und da ist die Differenzierung, die Sie gefragt hatten, tatsächlich schwierig. Wir können am Einlass keine Gesinnungsprüfungen durchführen. Wir können am Ausgang auch keine Gesinnungsprüfungen durchführen. Wir müssen es halt erstmal aushalten. Da bin ich in einer anderen Rolle als Sie wahrscheinlich. Und das Schlimmste, was ich fände, ist ja schon vorgekommen. Wenn die Freunde der Demokratie und der offenen demokratischen Gesellschaft, die unterschiedliche Positionen einnehmen zum Umgang mit Rechtsextremismus oder Populismus, sich so wechselseitig zerstreiten, dass die Feinde der Demokratie sich darüber freuen können, dass die sich so in den Haaren liegen. Also da sollten wir auch wechselseitig im Hinblick auf unterschiedliches Rollenverständnis mit höchstem Respekt miteinander umgehen. Reden wir mal drüber, was den Leuten ihrer Meinung nach fehlt. Falk, in deinem Stück sagt, glaube ich, ein Schauspieler, die sind wie ungeliebte Kinder, denen etwas versprochen wurde, was ihnen jetzt vorenthalten wird. Das ist eine relativ einfache Erklärung. Greift die so? Stehst du da dahinter, Falk, oder ist das eher so ein Versuch einer Deutung, aber reicht noch nicht so weit? Also vorab, immer wenn einem Theaterstück was gesagt wird, sagt das so eine Figur, ne? Also es ist dann nicht meine persönliche Meinung. In diesem Fall versucht er so zu beschreiben, diese Haltung der zum Teil, ne? So ein Wahrnehmen von diesem, also es gibt ja diesen bestimmten Stil da, sich auf Pegida oder im Freital so zu äußern, das ist dann oftmals auch so ein angespanntes, unglaublich aggressives Rumschreien, das wirkt dann manchmal wie einfach nur so eine Unzufriedenheit, die sich so Luft verschafft. Ich glaube, man kann es nochmal anders formulieren, dass einfach Pegida und die AfD letztlich auch was zutage bringen. Also ich glaube, die Wiedervereinigung hat eben nicht so reibungslos funktioniert, wie das immer so behauptet wird. Da gibt es unglaublich viele Probleme, die Gesellschaft gar nicht so richtig bespricht. Ja, da fühlen sich Menschen tatsächlich offenbar irgendwie gar nicht integriert in dieses neue Deutschland, was da so geschaffen wurde. Das gibt denen natürlich überhaupt nicht das Recht, sich rassistisch zu äußern. Das muss man immer trennen. Und das finde ich ganz wichtig. Also insofern finde ich auch, man muss immer sagen, also stopp, und ab jetzt ist es strafbar oder ab jetzt ist es einfach nur noch rassistisch, homophob und was weiß ich. Aber man muss das trotzdem sich anhören. Ich finde auch, dass viele Themen, die die AfD gerade besetzt, wieder zurückerobert werden müssen von der Linken, meinetwegen auch von der Mitte oder auch von den Konservativen, die nicht rechtskonservativ sind. Also das heißt, dieses Unbehagen mit der EU, ja, das haben ja auch andere Leute, das haben ja nicht nur die AfD-Leute, das Unbehagen mit TTIP, das Unbehagen gegenüber so einer Undurchsichtigkeit von bestimmten demokratischen Prozessen, die einem nicht demokratisch mehr vorkommen. Das Wichtige ist letztlich, dass eben nicht das passiert, dass man, wenn man links der AfD steht, nicht alles rechtfertigt, was die kritisieren, sondern muss sozusagen letztlich komplexer wieder denken. Mir passiert das ja auch, dass ich dann plötzlich im Impuls oder als Reflex auf die AfD Sachen auf einmal gutheiße, die ich früher überhaupt nicht gut gefunden hätte. Ja, ich habe eine Zeit lang ganz stark Angela Merkel in Schutz genommen. In meinen früheren Stücken habe ich die unglaublich stark kritisiert. Natürlich, wenn die so stark angegriffen wird von den Rechtsradikalen, dann denke ich auf einmal, nein, das ist ja richtig, die Politik gegenüber der Flüchtenden ist ja richtig. Ich will nur damit sagen, also es geht nicht nur um den Dialog mit den Rechtsextremen oder den Rechtskonservativen, sondern es geht auch um unseren Dialog, der nicht absterben und erstarren darf aufgrund dieses Populismus. Der Populismus ist unglaublich gefährlich, weil er halt eben eine wahnsinnige Kraft hat. Und da wirkt das andere immer so ein bisschen lahm und dann muss man sich irgendwie so schnell positionieren. Wir dürfen die Komplexität nicht verlieren. Also wir als Gesellschaft müssen weiter komplexe Diskussionen führen. Fabian. Du dich schon länger mit Rechten und Rechtsextremen beschäftigst und auch mit der Unterscheidung, hast du das Gefühl, dass uns da auch ein bisschen die Begriffe kaputt gegangen sind, wie Falk das gerade beschrieben hat, dass Positionen, die vielleicht noch vor 20 Jahren in der CDU ganz gut aufgehoben gewesen wären, in Anführungsstrichen, sind jetzt auf einmal ganz weit rechts draußen, weil sich die Gesellschaft vielleicht bewegt hat, weil wir andere Probleme haben, und dadurch werden dann Leute wieder stigmatisiert, die vor 20 Jahren noch sozusagen im bürgerlichen Lager gewesen wären. Was verschiebt sich da gerade?
Ja, da gebe ich dir recht. Und diese Entwicklungen, die sind ja nicht erst seit 2 Jahren in Dresden zu sehen oder seit 3 Jahren, sondern die Entwicklung dorthin, die haben wir schon lange. Die Diskussionen im Netz sind schon lange, aber die waren von kleineren Gruppen. Da war es eben nicht Pegida, da waren es Kameradschaften, da waren es einschlägige Blogs, die haben dieselben Begriffe gepflegt, der Volksverräter, der Volkstod. Selbst die gleichen Bezeichnungen für Frau Roth oder für Frau Merkel, die waren alle schon da. Die Feindbilder waren auch schon da. Wenn man dann noch auf die lokale Ebene geschaut hat, in den Gemeinden, die Diskussion um die EU, die Diskussion um Freihandelsabkommen, als es schon so war, die waren auch schon alle da. Pegida war eigentlich bloß der Motor, der diese Stimmen, die dort alle sind, gesammelt hat und dann quasi dem eine kollektive Stimme verpasst hat. Und in der Auseinandersetzung mit Pegida war am Anfang auch eine große Unsicherheit. Da hat man versucht, erstmal alle über Bausch und Bogen zu sagen, alle, die dort sind, 25.000 Leute, sind Neonazis. Schwierig, dann hätte halt Sachsen letztendlich das gesamte Aufkommen von Neonazis in Deutschland. Man muss da stärker differenzieren. Natürlich sind Neonazis da und natürlich sind organisierte Strukturen dort. Und auch die Organisatoren sind in organisierten Strukturen zum Teil. Aber man kann nicht alle, die dort sind, letztendlich zu einer homogenen Masse erklären, die dann abkapseln vom Diskurs und letztlich sagen, naja, seht halt zu, sucht euch ein anderes Land oder wir suchen uns ein anderes Land. Schwierig. Carline, was ich von dir gerne noch wissen würde, jetzt sprechen wir darüber von den Enttäuschten und von den Rechten und die da wirklich auch irgendwie ideologisch motiviert sind. Hast du in der Auseinandersetzung gerade online, wo es anonym abläuft, manchmal das Gefühl, dass dieser ganze Themenkomplex, spätestens mit der sogenannten Flüchtlingskrise, auch Raum bietet einfach für Provokateure, Trolle, wie auch immer man sie nennen will, und das so ein bisschen es einfach Spaß macht, weil man weiß, wenn ich jetzt bei Spiegel Online oder bei Bild oder wo auch immer hinschreibe, ja, die Flüchtlinge sollen alle abhauen, dass ich dann Aufmerksamkeit bekomme und dass ich dann sozusagen eine Klaviatur bespiele, die jetzt gerade da liegt. Wie dankbar ist das Thema auch einfach für die üblichen Querulanten und Wirrköpfe, die sich da so ein bisschen draufsetzen? Es geht da auf gar keinen Fall um Spaß, sondern es geht darum, und da sind wir wieder bei diesem Stichwort Salon-Nazi, es geht darum, dass plötzlich Dinge aussprechbar werden, die es vorher nicht waren. Also wenn, weiß ich nicht, wie viele 100 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken und dann schreibt man drunter, schade, dass es nur so wenig waren. Und dann wird dieser Kommentar plötzlich 500 Mal geliked. Ein Satz, den man sich vielleicht nicht getraut hätte, am Stammtisch auszusprechen oder am Abendbrottisch, geschweige denn in der Öffentlichkeit. Aber plötzlich kriegt man Bestätigung dafür. Ja, das hat eine unheimliche Dynamik entwickelt seit dem vergangenen Sommer. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass man sich mehr traut, dass man härter wird, dass, genau, solche Sätze, wo man denkt, das darf man nicht mal denken irgendwie, dass die plötzlich im Internet stehen. Liegt es daran, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass es dafür einfach Likes gibt, also dass ich damit halt in irgendeiner Form Aufmerksamkeit sammeln kann, wenn auch auf eine perverse Art? Klar, also ja, es geht um Aufmerksamkeit, aber ich glaube auch eben, dass genau diese Ansichten, diese Werte, diese Weltanschauungen, diese moralische Schieflage, die sich da ja auch zeigt, dass die bestätigt wird. Und das, also es ist zum einen auf jeden Fall, glaube ich, natürlich ein Ego-Ding, aber es ist auch wirklich ein inhaltliches Ding. So dieses, ach, es gibt Leute, die sehen das genauso, ach geil, ja, dann kann ich das ja mal schreiben. Dann kann ich das vielleicht heute Abend beim Stammtisch auch einfach mal sagen. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, wenn sich diese Bestätigung aus der digitalen Welt in die analoge Welt transportiert. Weil ich glaube, dann passiert nämlich, oder das ist diese Dynamik, die dazu führt, dass solche Dinge wie in Clausewitz passieren. Weil die Leute plötzlich das Gefühl haben, es ist okay, ich bin nicht alleine. Los geht's. Ja, ganz kurz, bevor du darauf antwortest, ich möchte gleich natürlich hier, dass alle miteinander reden, deswegen dürft ihr euch schon mal intelligente Fragen überlegen und dann geben wir gleich ein Mikro herum und dann binden wir euch ein, aber bitte. Ja, ich wollte anschließend an eine Sache, die du vorhin auch noch gesagt hast, das ist zum Beispiel so, dass, also du hattest gesagt, eigentlich müsste es eine andere Ausbildung geben für Leute, die so Online-Kommentare moderieren, und wir hatten zum Beispiel in der Schaubühne eigentlich die gleiche Erfahrung, also die Leute an der Schaubühne, die Homepage verwalten oder auch die Facebook-Seite, die mussten sich bislang immer nur mit Sachen auseinandersetzen wie
Wann läuft die und die Aufführung? Wann kann man wieder Lars Eidinger sehen? Und was passiert da und so weiter? Und plötzlich gibt es diese Angriffe von rechts. Und das ist gar nicht so leicht, damit umzugehen. Also nämlich genau auch die Frage, also der erste Impuls war auch einfach mit den Leuten zu diskutieren, aber das gibt ja bei einigen nicht wirklich einen Wunsch zu diskutieren. Also es gibt da einfach eine große Überforderung dann oftmals auch. Und man muss plötzlich so ganz auf sich ganz andere Sachen einstellen. Und eine Sache allerdings, so, die ich ganz konstruktiv fand, was ich irgendwie gehört habe, in der Schweiz gab es so ein Projekt von wie 5 jungen Frauen, die sich sozusagen wie so eine Internetbande zusammengeschlossen haben und nachts dann durchs Internet gesurft sind, um ganz bestimmte Hasskommentaren zu begegnen und irgendwie dann zu antworten, aber nicht um sich in so endlose Auseinandersetzungen mit Rassisten und Rechtsextremisten zu begeben, sondern eher immer wieder, um ganz sachlich Sachen nochmal klarzustellen für die anderen User. Also es geht, glaube ich, oft auch darum, dass man die Leute, die nicht ganz eindeutig in so einem rechtsextremen Lager sind, sondern manchmal irgendwie glauben, das, was sie da jetzt gerade hören, sei ein Argument, dass man denen irgendwie erklärt, nee, das, was da steht, das gründet auf ganz viel Fehlinformation, das stimmt so nicht, das war nicht so, so und so, oder der zitiert hier falsch und so weiter. Das fand ich ganz interessant, also dieser Wunsch letztlich, da Sachen klarzustellen, so für die anderen User. Herr Richter, dazu ganz kurz, das wollte ich Sie sowieso fragen, geht es hier nicht eigentlich auch um ganz klassische politische Bildung, die fehlt? Also wir haben Phänomene von Enthemmung, das heißt, das, was früher nicht gesagt werden konnte, wird jetzt plötzlich gesagt, heißt ja aber nicht, dass es früher nicht schon da gewesen wäre. Jetzt trauen sich manche Menschen, das, was sie früher nicht gesagt hätten, zu äußern in den Netzwerken oder eben auch auf den Straßen. Wir erleben, wie dünn die zivilisatorische Decke ist, und wenn sie durchgestoßen wird, zeigt sich sozusagen ein Abgrund, der wahrscheinlich vorher schon da war. Das führt mich in der Konsequenz natürlich erstens zu der Notwendigkeit, Stopp zu sagen, aber zweitens mal auf unseren Bildungssektor zu schauen und zu sagen, wo versagt hier Bildung, die ja positive Muster setzen muss. Und meine These heißt, da geht es nicht nur um politische Bildung, sondern da geht es um all diejenigen, die zur Generierung des Humanums verantwortlich sind. Kulturelle Bildung, ethische Bildung, ästhetische Bildung, ethische Bildung, respektive auch religiöse Bildung, politische Bildung. PISA, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, Program of International Student Assessment, hat seit ungefähr 15 Jahren unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Bildungsdimensionen gelenkt, die damit gerade nichts zu tun haben. Und da müssen wir nachsteuern. Wir brauchen eine Stärkung dieser sogenannten weichen Bildungsbereiche. Die generieren sich nämlich nicht von alleine, diese demokratischen Grundwerke, die müssen von unten wachsen. Das ist kein Allheilmittel gegen diejenigen, die schon in einer Ecke stehen, in die sie sich selbst hingestellt haben. Aber es ist, glaube ich, perspektivisch ausgesprochen wichtig. Herr Richter, dann habe ich eine schnelle Nachfrage, weil Sie ja auch, das wissen vielleicht nicht alle, schon 1989 in der Gruppe der 20 sehr engagiert waren im friedlichen Protest gegen das DDR-Regime und sich damals da schon hervorgetan haben und die Menschen Sie ja auch kennen in Dresden. Haben Sie denn das Gefühl, was oft in Leitartikeln sozusagen beklagt wird, dass da was schlechter wird, dass da Empathie abnimmt, dass das schon mal besser war sozusagen? Also diese Dynamik wird ja oft beschrieben, die Leute haben nicht mehr die Empathie oder die Herzensbildung, oder war diese dünne Decke immer schon so dünn und es kommt einfach darauf an, was der Kontext ist? Also wenn diese Äußerungen im Hinblick auf die DDR und auf die angeblich so solidarische Gesellschaft früher geäußert werden, dann steht das aus meiner Sicht unter Nostalgieverdacht. Und das mag im Einzelfall richtig sein, aber darauf lege ich nicht so großen Wert. Nicht? Die Vergangenheit verklärt sich, war früher alles schön. Die DDR war ja nicht nur ein Staat, die DDR war auch ein Land. Und Angela Merkel hat wohl auch mal gesagt, wissen Sie, in der DDR war ich jung, da war ich verliebt und ab und zu war in der DDR sogar schönes Wetter. Das heißt, man erinnert sich an das und meint, früher sei es gut gewesen. Da bin ich ganz und gar vorsichtig. Aber zwei Punkte darf ich angesichts der knappen Zeit auch noch hervorheben. Empathie und Perspektivwechsel.
scheinen mir die elementaren Säulen unseres Zusammenlebens zu sein. Die werden im vorpolitischen Bereich aufgestellt, diese Fähigkeiten. Und das macht mir wirklich Sorge, dass ich oft mit in Kommentaren, aber auch in Gesprächen mit quasi Mentalautisten zu tun habe, die nicht in der Lage sind, mal die Welt mit den Gedanken des anderen zu denken, Perspektivwechsel im Kognitiven vorzunehmen oder empathieunfähig sind. Und möglicherweise müssen wir also dort ansetzen, um dann das ganze staatliche, politische, demokratische, was obendrauf gesetzt wird, wieder zu stabilisieren. Also die Empathie. Ja. Ja, stimme ich absolut zu. Die Empathie wird natürlich im Moment auch systematisch abgebaut von den Führungspersonen der AfD. Also das geht auch über eine ganz bestimmte Sprache. Es geht darüber, dass Flüchtende als Invasoren bezeichnet werden. Ja, dass alles als die mit Navigationsmitteln ausgestattet hierher kommen, dass sie als eine Flut, also eine Art Naturkatastrophe bezeichnet werden, als Tsunami. Es werden ganz bestimmte Bilder geschaffen, vor denen die Menschen Angst haben. Also Sarrazin hat eigentlich damit angefangen, indem er in seinem Buch damals geschrieben hat, es werden immer mehr Kopftuchmädchen produziert, Kopftuchmädchen in Anatolien produziert. Also indem die Menschen versachlicht werden, baut man natürlich automatisch Empathie ab. Das ist richtig gewollt auch. Also wenn dann in den Kommentarspalten steht, ja schade, dass da nicht mehr gestorben sind, das geht nur, wenn man nicht mehr erkennt, dass es Menschen sind, die sich in Not von irgendwoher geflüchtet haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch im medialen Bereich, das kann man ja nur so weitergeben an Journalisten letztlich, wenn sie Interviews führen, das auch immer wieder zu thematisieren, wenn AfD-Politiker so antworten und diese Sprache benutzen. Das ist eine menschenverachtende Sprache, die dann eben auch bestimmte Taten zur Folge hat. Darf ich? Ich würde jetzt wahnsinnig gerne das Publikum noch reinholen. Wir haben noch gut 10 Minuten. Wir dürfen ein bisschen überziehen, weil wir auch später angefangen. Und ich glaube, es geht gleich jemand rum mit einem Mikrofon. Und wer auch immer noch eine Frage hat an unsere 4 Gäste, der stehe jetzt auf oder soll für immer schweigen, heißt es, glaube ich, sonst. Ich finde es ein sehr. Hallo. Ich finde es ein sehr kluger Ratschlag mit Empathie und Perspektivwechsel. Aber wie geht man gegenüber denen vor, die aus dieser rechten Ecke kommen? Reicht es, wenn man sich da im Kopf sagt, okay, deren Grundmotiv besteht irgendwo zwischen Geiz, Gier und Angst und. Aber wie kann ich damit konstruktiv umgehen? Ich denke mal, das Blockieren von AfD-Veranstaltungen hat die ja eher gestärkt, weil sie sich dadurch in diese Opferrolle stilisieren konnten. Was ist denn ein konstruktiver Weg, damit umzugehen? Es gibt ganz offensichtlich keinen Königsweg. Wir müssen weiterhin versuchen, mit den Menschen, die in diese Richtung abgedriftet sind, im Gespräch zu bleiben. Und andererseits lauern dort Gefahren, ihnen nämlich ein Podium zu bieten, das ihnen nicht gebührt. Wir haben eine 2-tägige Tagung jetzt in Kassel hinter uns mit Populismus-Experten aus der ganzen Welt. Keiner konnte uns einen Königsweg nennen. Man muss da irgendwo dazwischen unterwegs sein. Aber vor allen Dingen die eigenen Haltungen und die eigenen Positionen dabei nicht preisgeben. Also eigene Orientierung geben. Anders kann ich es Ihnen nicht sagen. Vielleicht muss man es, oder vielleicht noch drei Begriffe. Manches muss ganz klar identifiziert werden. Manche Positionen, nicht Menschen, aber das ist schwierig, müssen dann über diesen Identifikationsprozess auch isoliert werden. Es muss also klar gesellschaftlich isoliert werden. Mit euch wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Das tut am besten die konstruktive Mehrheit und nicht der Mensch vom Podium. Das geschieht aber sukzessive und dann bedarf es einer gesellschaftlichen Ächtung. Ich weiß, das sind 3 ganz harte Worte. Ich habe auch lange überlegt, ob ich sie mal sagen sollte. Identifizieren, das gehört hier nicht in diese Gesellschaft. Isolieren, das wollen wir nicht haben. Am besten gehen Sie mit dieser Position raus. Und eine Ächtung, eine gesellschaftliche Ächtung organisieren, das scheint notwendig zu sein. Genau, da
kann ich vielleicht noch ergänzen, da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen, sondern wir haben ja viel über das Problem gesprochen und wenig darüber, dass es ja auch die guten Teile der Community gibt oder die guten Teile im Netz. Counterspeech nennt man das, also Menschen, die sinnvoll argumentieren, die sich dagegen stellen. Und ich glaube, das ist etwas, das man jetzt auch gerade aus Mediensicht unglaublich verstärken muss, denn nichts ist dankbarer, als wenn die Leute da die Arbeit abnehmen und diskutieren, und die müssen hochgehalten werden, die müssen bestärkt werden, diese Community muss gestärkt werden. Und dann kann nämlich, glaube ich, wieder genau das passieren, worüber wir am Anfang sprachen. Meinungen können sich wandeln oder Meinungen können ein bisschen weggehen von einer radikalen Position, wenn denen eine Community entgegensteht. Und deswegen muss auch jeder Einzelne von uns da immer, immer, immer wieder mitmachen. Noch eine Frage, dafür haben wir auf jeden Fall Zeit. Ganz links. Hallo, danke schon mal für das tolle Panel. Ich habe mich gerade am Ende, als ihr dann auf die Empathie zu sprechen kamt, ein bisschen gefragt, wenn ich persönlich in solche Diskussionen reinkomme. Ich meine, wir haben alle unseren persönlichen Dieter im Freundeskreis, der überall seine Links postet, die zwei Tage später dann auf der Hoax-Map sind, gefragt. Das Problem, an das ich immer stoße, ist, dass diese Leute ja versuchen, ihre Gefühle, und wir haben alle niedere Gefühle, zu den Maximen von politischem Handeln zu machen. Und ich versuche dann immer wieder, sie dazu zu zwingen, rationale Argumente zu machen, die man auch verallgemeinern kann. Wenn ich den Islam einschränke, dann muss ich auch das Christentum einschränken, wenn wir ein Rechtsstaat bleiben wollen. Nun habe ich mich dann an der Empathie gestört, weil das wären ja auch dann diese Art Gefühle, also nichts gegen Empathie, das ist ja ein sehr positives Gefühl, aber ist es nicht, also ich habe immer das Gefühl, dass es wertvoller ist, den Leuten aufzuzwingen, rationale Argumente zu machen, und die sich damit sehr schwer tun. Allerdings komme ich dann auch nicht weiter, wenn die dann sagen, nö, meine Gefühle sind wichtiger als Rationalität. Und da bin ich dann meistens stecken geblieben. Ja, ich denke, dass die Empathie ja eigentlich der Begriff Empathie der Versuch ist, die Empathie bei dem Gegenüber zu erzeugen, was in der Regel in den Diskussionen relativ schwer ist, weil, wie gesagt, die Postings, die Kommentare, die entstehen aus dem Gefühl heraus, aus einer Abneigung, und die stehen dann da auch meistens so bewusst. Dennoch haben wir nicht viele Möglichkeiten, außer auf der einen Seite Empathie erzeugen bei Nutzern, unabhängig davon, ob man jetzt Einzelne oder Gruppen dabei meint. Das ist notwendig. Und wir haben auch nicht viele Möglichkeiten außer der Kommunikation. Und die Kommunikation hat da wirklich viele Aspekte, die man dort einbeziehen muss, die Face-to-Face, die im Netz, die Nutzer, die sich da stark machen, die Politik, die sich stark macht, die NGOs, die sich stark machen. Ansonsten sehe ich da wirklich auf lange Sicht schwarz. Klar sagt man immer Empathie erzeugen. Im Einzelfall ist es schwierig, aber wir müssen diese Bilder dringen. Wir hatten es mal in der Diskussion gerade um Flüchtlinge oder um andere Gruppen, die halt als Opfer zu Opfern gemacht werden. Da muss man die Geschichten auch erzählen, die dahinter stehen, und nicht diese Bilder von Invasoren, von Asylschmarotzern, um die Begriffe mal zu benutzen, stehen zu lassen, sondern andere Narrative dem entgegenhalten und die halt allen öffentlich machen und nicht nur den Gruppen, die eh schon sagen, naja, wir sind ja für Flüchtlinge. Klar, die freuen sich immer darüber, aber auch den anderen Gruppen, die da halt eher abgeneigt sind. Und da muss man vielleicht auch über Kommunikationswege nachdenken, weil wir alle in diesen Filterblasen sind. Also ich finde ja gar keinen Widerspruch. So, das ist ja beides möglich, dass man zum einen, was finde ich ganz, ganz wichtig, auch immer wieder die Widersprüche in den Argumentationsweisen der Rechtsextremen oder der AfD aufzeigt, weil es ist oftmals vollkommen in sich widersprüchlich, vor allem auch ganz wichtig, die Politiker leben selbst oftmals das Gegenteil von dem, was sie wiederum für ihre Wähler so als Programm dann aufstellen. Das stimmt ja alles überhaupt nicht überein, auch die Familienbilder, die da so propagieren, das leben die ja alle gar nicht. Und das finde ich schon wichtig, diese Widersprüche auch nochmal aufzuzeigen. Und das andere geht ja zusammen. Also Empathie heißt natürlich nicht nur irgendwie so emotional, sondern es heißt ja wirklich ein Mitgefühl und die Möglichkeit, sich reinzudenken in die Perspektive eines anderen und auch in das Leid eines anderen. Letztlich könnte man theoretisch sogar so kommen und sagen, die Deutschen waren auch mal
sind auch mal geflüchtet oder ich weiß es nicht. Ja? Also selbst solche Argumente kann man ja bringen, also zu zeigen, es gibt immer flüchtende Menschen, die auch Hilfe brauchen. Ja? Herr Richter, ganz kurz zum Schluss. Ein Satz, eigentlich nur eine Anmerkung. Ich hatte von Empathie und Perspektivwechsel eher im präventiven Bereich gesprochen, also im Bildungsbereich. In der harten politischen Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten kann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal Empathie, aber da geht es vor allen Dingen um harte kognitive Auseinandersetzung. Da bin ich möglicherweise etwas missverstanden worden. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen vier für das tolle Panel und für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen wunderschönen ersten Tag bei der Republika. Bis bald.